Heyho, da bin ich wieder, oder da sind wir wieder, in der Welt von Kolat, im Uralgebirge, in der Kälte, im Schnee und passend zu dem Wetter hier hat sich jetzt auch das Wetter draußen vor meiner Haustür eingestellt, so dass ich nun tatsächlich langsam im richtigen Winterfeeling bin. Aber genug davon. In der letzten Folge sind wir von hier da angekommen und von da hier gelandet. Das heißt, wir wollten uns jetzt in diese Richtung schlagen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was jetzt nun wirklich hier mit diesem Wald ist. Ob das vielleicht wirklich ein Wald ist oder nicht. Ich gehe aber davon aus. Und eigentlich sind wir ja nun auch da gewesen. Bin ich der Meinung? War ich immer der Meinung? Trotzdem schlagen wir uns jetzt der Orientierung halber von hier. Wir versuchen es zumindest. Dass das wahrscheinlich nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle, sei dahingestellt. Aber wir versuchen es zumindest, uns leicht nördlich zu halten. Was heißt leicht nördlich? Immer gen Norden zu halten. Und dann von hier aus hier hochzulaufen. Hi. Also immer Richtung Norden. Und dann nordöstlich. Wird schon schief gehen. Wo ist Norden? Da ist Norden. Was ist jetzt das? Eine Schlucht. Gut, wir versuchen einfach mal nicht da reinzufallen. Hier geht es jetzt wieder hoch zu der Opferstätte. Es muss aber auch einen Weg links dran vorbeigehen. Na, hörst du wohl? Höre. Obacht. Dinge. No, aber hier ist die Schlucht und ach so, das da hinten ist der Weg, hier ist die Schlucht. Das heißt, wir müssen da hinten um die Schlucht erstmal drumrum. Oder über die Schlucht rüber. Na toll. Wieder so leicht vergeigt man einen geplanten Weg. Also hör auf zu stöhnen. Was bist du denn für ein Forscher? Genau. Da lang. Aber hier kommen wir jetzt nicht direkt lang. Ja, wir gucken Richtung Norden. Genau. Aber es gibt auch da einen Weg lang. Das heißt, wir hätten auch noch hochgehen können. Und wir sind jetzt wahrscheinlich hier. Das muss aber gleich einen Rechtsknick machen. Der Rechtsknick muss kommen. Genau, da ist... Da ist das Lager. Hier ist Löweg. Und Löweg hört hier auf. Nix mehr mit Weg. Der Weg ist quasi Weg. Dann versuchen wir es andersrum. So wie wir eben waren. Es tut mir leid. Aber ich kann's nicht ändern. Genießt indes doch die schöne Panorama. Mond. Hallo Mond. Ich traue mich jetzt auch wieder die Taschenlampe anzumachen. Erstens haben wir das Gebiet hier ja nun schon abgeerntet. Glaub. Und zweitens... Hä? Lag da letztes Mal schon? Ja, aber der Spektral-Ed. So,
Und das hier müsste jetzt Richtung Norden sein. Das hier müsste der Weg sein. Moment, wo waren wir? Oh mein Gott, wo waren wir? Da, da, da. Ich weiß jetzt nicht, was das Ding hier bedeutet. Ist das... Sagt mir das, dass wir da nicht weiterkommen? Oder sagt mir das, dass das ein Überweg ist? Es müsste eigentlich eine Brücke über diese Schlucht sein, hier, die hier ist. Aber... Naja, nichts Genaues weiß man halt nicht, ne? Es war meine Brücke. Es ist eine Brücke. Schön. Und hier fängt der Schnee wieder an. So, und dann können wir nämlich auch getrost wieder Richtung... Ja, nachher Nordwesten. Nordwesten laufen. Oh, ich habe wieder schon wieder dieses Fähnlein-Fiesel-Schweif-Gefühl, dass ich vielleicht doch gar nicht so unfähig bin. Und hier höre ich einen Zettel. Da! Uiuiui. Uiuiui. Tschekechek. Das Tal des Todes. Antonin Nitschny, ein Wissenschaftler und Experte, was die Republik Sacha betrifft, reiste in das Gebiet des Uiuiui. Besser bekannt als das Tal des Todes. Was entdeckte er dort? Was haben die mysteriösen, in den Boden eingegrabenen Bauten zu bedeuten? Nur hier kann man die Antwort und andere unglaubliche Dinge über diesen entlegenen Ort auf Erden erfahren. Ich brach in der Morgendämmerung auf. Wer die Morgendämmerung am Fluss Viljuju nicht erlebt hat, der kennt nicht das schönste Schauspiel dieser Welt. Es ist ein magischer Ort, voller Sehnsucht nach all den Dingen, die der Menschheit abhanden gekommen sind. Freiheit, Grenzenlosigkeit, Natur. Wild und unkontrollierbar. Es gibt keinen Platz für Kompromisse, denn diese Region ist nicht nur schön, sondern auch gefährlich. Etwa zur Mittagszeit erreichte ich das Tal des Todes. Das Gebiet erstreckt sich über eine Fläche von 100.000 Quadratkilometern. Man muss also wissen, wonach man sucht. Zum Glück hatte ich einen großartigen Begleiter. Nach etwa 2 Stunden Fußmarsch stießen wir auf das erste Gebäude. Aus einem Haufen Erde, den man nur von außen betrachten kann, lassen sich keine großen Schlüsse ziehen. Doch immerhin ließ sich feststellen, dass die darunterliegende Struktur mindestens 7 Meter Durchmesser haben muss. Das Gebilde erinnert an eine große, begrabene Kirche mit herausragenden Rändern. Ebenso schwierig ist es zu sagen, wie viele solcher Gebäude es in der Umgebung gibt. Ich unterhielt mich mit den Einheimischen und fand heraus, dass es mindestens 11 solcher Konstruktionen an unterschiedlichen Orten im Tal geben musste. Was konnten diese gigantischen Erdhügel sein? Viele Einheimische sind der Ansicht, dass sie etwas auf dem Tunguska-Ereignis mit dem Tunguska-Ereignis zu tun haben müssen. Es gibt unzählige Volkserzählungen, die alle auf derselben Grundlage aufbauen. Einmal habe ich etwas von einem Jäger namens Arlaman gehört. Nachdem er keine Beute gefunden hatte, wagte er sich weiter in den Wald hinein, bis er sich verirrte. Er war sich sicher, dass er dem Tod geweiht war, als er plötzlich auf eine seltsame Struktur stieß. Plötzlich erbebte die Erde und es öffnete sich eine verborgene Tür. Ein Mann trat daraus hervor und gab Arlaman folgenden Rat. Nimm dich in Acht vor dem orangefarbenen Licht. Eine Woche später kam er aus dem Wald zurück. Bis heute gibt es keinen Beweis für diese mysteriöse Begegnung. Aber ich habe die Geschichte von Arlamans Enkelin selbst gehört. Boah, schaurig, schaurig. Da lang. Ich bin so froh. Kein Schatten-Ed in der Nähe. Huch, jemini. Kein Schatten-Ed in der Nähe. Der Kompass ist ruhig. Jetzt wird das Wetter auch noch besser. Der Sturm flacht ein wenig ab.
Von einer Kreuzung weiß ich aber nichts. Ach so, das muss jener hier sein. Gehen wir nach rechts. Oder? Ja, wir gehen nach rechts. Wir lassen uns jetzt hier nicht auf irgendwelche fiese Matenten ein. Ja, genau, da ist der. Da ist der Meteoriteneinschlag wieder. Mit diesem gelben Berg da hinten auf sich hat, das wüsste ich auch zu gerne. Ach Leute, tut doch nicht so, als gäbe es hier Wölfe. Ich habe noch nie einen einzigen Wolf gesehen. Dafür wurde ich andauernd von irgendwelchen Geistern umgebracht. So, Nordosten ist mein Ziel. Nordosten. Da ist Norden. Ne? Kriegt ein Kompass her. Ja. Mach hier mal nicht so eine. Mach mal nicht so einen Aufstand. Den Ort hier kenne ich schon. Da ist Norden. Und da ist Nordosten. Das klappt so gut. Es klappt so gut. Da muss es noch ein Haken geben. Dass ihm nicht mal langsam die Füße frieren, wundert mich. Ich meine, das sieht ja schon ziemlich kalt aus, der ganze Kram. So, bis zu einer Kreuzung. Und dieser Kreuzung nicht nach rechts, sondern geradeaus. Dann müsste eine Höhle kommen. Durch diese kalte Hose wird er kommen. Hallo? Ist hier wer? Entschuldigen Sie. Ist das hier Zimmer 107? Ich soll gerade üt. Er sagt, ich soll hier gerade üt. In eine Höhle. Aber hier ist keine Höhle. Hier ist die Abzweigung nach rechts, aber hier ist keine Höhle. Hier ist die Abzweigung nach rechts, aber... Ist das da die Höhle? Komme ich da hin? Nein, da kommt man scheinbar nur raus. Ah, geil. Also müssen wir es mit der langen Dunkelheit von Barad-dûr aufnehmen. Oder war das woanders? Ja gut, dann bleibt uns keine andere Wahl als hier lang runter, bis es nach links abgeht. Und zwar hier. Da müssen wir so rum an das Gebiet ran. Meine Güte. Probieren wir's. Auf. Fähnlein, Fiesel, Schweif. Wir lassen die Lampe aber nochmal an. Ich schätze mal, das ist jetzt alles nur Atmosphäremacherei hier. Ich glaube nicht, dass der Ed wirklich unterwegs oder da ist. Von daher... Ja, also wird der Weg nach links sein? Das kann der Weg nach links sein. Aber Karte? Gucken Karte?
Das kann das hier sein. Und dann gehen wir hoch. An der nächsten Kreuzung links ab. Nur das Rennen, das lassen wir besser nochmal bleiben. Weil falls ich mich irre und der Ed taucht hier auf, möchte ich so weit ausgeruht sein, dass ich einen ordentlichen Sprint hinlegen kann. Ich meine, gut, der Ed hier kann sowieso nicht anständig sprinten, aber ich kann's ja auch nicht besser. Also in echt. Bis zu einer Kreuzung und links halten. Das hier sieht nicht aus wie der Ort, an dem ich sein möchte. Wir müssen irgendwann links rum. So viele Ads. Wo wollt ihr hin? Ihr seid doch die Lieben, oder? Ach du Heilige. Okay. Ich muss ein bisschen Hackengas machen. Wieso renne ich eigentlich Richtung Süden? Da war es jetzt wieder soweit. Alter! Zieh sich das einer rein. Los, den Kompass wieder auf. I am an empty wreck, made in his image. Ich bin ein leeres Wrack, nach seinem Ebenbild geschaffen und doch nicht gleich. Ein Diener, der seinem Herrn gehorcht. Mein Körper ist eine Hülle und ich bin bereit, ihn aufzunehmen. Jetzt verstehe ich den Plan. Ich verstehe das Ausmaß der Zerstörung. Der Schöpfer ruft mich und ich will seine Nahrung sein. Ich summe seine Melodie, ich betrachte die Welt durch seine Augen. Ich trinke das Blut seiner Feinde und koste die verwesenden Körper.
Ich fühle, wie die Sünde in mir aufkeimt. Ich höre Schreie in meinem Kopf. Ich höre, wie sie mich rufen. Ich höre die Rufe derer, die durch ihn bereits ihre ewige Ruhestätte gefunden haben. Lass sie frei, mein Herr. Lass sie frei und nimm mich an ihrer Stelle. Übe Rache in der Stunde meines Todes. Eine Herrscher von Engeln taucht aus orangefarbenem Licht auf. Sie singen ihr Lied mit einer einzig kräftigen Stimme. Ich fühle ihre Nähe. Ihre verzerrten Gesichter, ihre schwarzen Augen bohren sich in mein Bewusstsein. Sie fordern, die Arbeit müsse zu Ende gebracht werden. Seine Präsenz überwältigt mich. So schwach und wehrlos. Was haben sie dir angetan? Welches Leid? Es gibt da einen Ort. Du warst dort, genau wie ich. Ein riesiges Tor. Dahinter verbarg sich der Schöpfer. Nur die wenigen, die ihn berührten, konnten es verstehen. Aber du konntest es. Du verstandest es. Und ich verstand es durch dich. Alter Verwalter! Aber scheinbar sind wir hier nicht in Gefahr. Scheinbar. Oh! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Ich nehme alles zurück. Wir sind in Gefahr. Und wir müssen hier weg. Nach Norden. Vom Baum aus nach Norden. Dieses Ding zittert. Es zittert. Es zittert. Machst du Gas. Lauf. Aber diese berüchtigte, verschollene Expedition, die hier gestorben ist, die sind ja auch in den Wald geflüchtet. Und ich nehme mal an, dass diese hellen, leuchtenden Geister, das sind eben deren, ja, Seelen oder Verkörpern. Diese Leute eben. Und das, was hier damals passiert ist. Toll, jetzt bin ich da weg und habe den Speicherpunkt total verkackt. Aber ich höre einen Zettel. Nee, das Flattern kam von hier. Nee, dann müssen wir da irgendwie hoch, denke ich mal. Übrigens, Mrs. Flake, es ist ja sehr nice von dir, dass du so oft an mich denkst, aber andauernd meine Aufnahmen zu stören mit deinen unseligen Steam Chats, Dingsbums, Anschriften. Wird dir noch leid tun? Darüber sprechen wir noch, Fräulein. Also, das gibt's doch nicht. Da ist ein Zettel, den ich will, und ich komme da nicht hin. Oder nicht ran. Komme ich hier hin? Aber hier ist nix. Toll. Nix ist immer ziemlich... Oh Mensch, jetzt hör doch mal auf mit deinem Wind hier. Das gibt's doch gar nicht.
Gut, ich renne jetzt hier schon das 7. Mal lang. Ohne Erfolg. Das heißt, wir müssen das anders machen. Kommen wir nicht lang, nee. Von da kommen wir nicht hoch, aber ich höre von da einen Zettel. Ah. Wo ein Zettel ist, ist auch ein Weg. Ah. Oh. Vertrauliche Korrespondenz von Wissenschaftlern von Abteilung 22. Doktor, Name geheim. Ich habe Subjektnummer geheim getestet. Es zeigte keine übernatürlichen Fähigkeiten. Sie müssen einen Fehler gemacht haben. Mit freundlichen Grüßen, Doktor Geheim. Doktor Geheim, ich stimme Ihnen zu. Die zweite Testreihe zeigt keinerlei Fähigkeiten. Betrachten wir das Experiment als erfolglos abgeschlossen. Das Subjekt ist zu entfernen. Wir bereiten den Transport nach Wladimir 30 vor. Bitte vernichten Sie alle Dokumente und die Korrespondenz. Mit freundlichen Grüßen, Doktor, Name geheim. Heyo! Wah, Hilfe! Du siehst auch ungesund aus, Ed. Gut. Da wir hier auch wieder einen Speicherpunkt entdeckt haben, sage ich mal freundlich Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Adios!